Wir konstatieren heute einen vehementen Wechsel innerhalb der Medien. Die Gesellschaft verändert sich. Und im Rückblick erkennen wir, dass Künstler Angst vor Medien haben, dass sie Freude hatten, wenn die Medien berichten und sich immer mit der Presse beschäftigt haben als Medium und sie in die Kunst eingeführt haben. Was nachher in der medialen Gesellschaft, falls die Printmedien jemals wirklich aufhören zu existieren, geschehen wird, wird sicherlich von einer sehr jüngeren Generation beantwortet. Aber hier ging es einfach um die Frage, was passiert heute? Und da ging es darum, wirklich gute, gesetzte Statements und einfach sehr interessante Kunstwerke von Künstlern zu haben. Alle Kunstwerke setzen sich sehr intensiv mit dem Medium auseinander. Aber wir haben zum Beispiel eine Reihe von Robert Longo, der zeichnet Fotos aus der Tageszeitung ab im dreifachen Format und macht wunderbare, ganz kritische Zeichnungen daraus, weil schon die Auswahl der Zeichnung, des Fotos, wiederum ein kritischer Kommentar ist. Da haben wir sehr viel indirekte Statements, wie bei Ai Weiwei zum Beispiel, der über einen Fall berichtet, wo Gebäude ohne Amireisen gebaut worden sind, beim Erdbeben zusammengebrochen worden sind, aber darüber darf nicht berichtet werden. Da wird der Bereich aufgegriffen, wo die Presse zu schweigen hat, weil Zensur herrscht. Und so kann man durch die Ausstellung gehen, wird immer bei Polke, Original und Fälschung, wird man immer wieder sehen, die Presse ist immer Ausgangspunkt des Denkens, aber die Verwertung der Presse kann unmittelbar sein, direkt sein, kann aber auch sehr, sehr versteckt sein. Immer aber steckt ein Nachdenken vor der Arbeit des Künstlers. Die alte Kunst ist behandelt im Katalog und im ersten Stock im Umgang haben wir 40 E-Pads aufgebaut, wo man zu jedem dieser Werke mit Fingerdruck das Werk sieht, das Werk erklärt bekommt und etwas über den Künstler erfährt. Der historische Teil ist sozusagen medial bearbeitet worden und der jetzige Teil, der ist von meistens lebenden Künstlern gemacht worden, wobei 15 einen eigenen Beitrag geleistet haben, aber es ist unabhängig von Stilistik, von Ismen, von Markt gemacht worden, es ist eine Themenausstellung, es ist keine Schönheitsbiennale der jungen Künstler, sondern der Versuch, einfach mal aufzunehmen, was ist interessant und das wird gezeigt.